So, dann sagen wir mal, oder sag ich mal, hallo und herzlich willkommen zurück. So, mal schauen, was die Mutter in ihrem Versteck hat. Ob sie. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Also die Story hat das echt in sich. Da sind sie wieder, die Jungs. Ach, den Kran können wir schieben, das ist großartig. Aber dann haben wir die Viecher hier überall. Ich möchte vorher einmal kurz schauen. Alles klar, da ist noch was. Also, können wir noch was herstellen? Ach, schade. Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Hilf mir beim Schieben! Ja, gut. Okay, wohin? Nein, eine dumme Idee. Komm hierher, du Dussel. Ich komme nicht zu dir. Ah, super. Nein. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Ich hätte ja schieben können. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Okay. Wie kriegen wir die Ratten da hinten hin? Weg. Er sagt das Licht. Wenn ich das ausmache, hilft das? Nee, hilft nicht. Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Mit dem Licht auf Abstand halten? Will ich ja gerne machen, bloß, nein, hält nicht lange vor. Da hinten bringt nichts. Gut. Wie kriegen wir die auf Abstand? Das ist die Frage. Ach nee, warte mal. So. Ach Mist. Ich hätte das Licht vorher ausmachen sollen. Ach, was machen wir da jetzt? Ich würde sagen, nochmal neu starten. Kontrollpunkt nochmal neu starten. Sicher, sicher.
Weil das war nichts. Das war anders. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. So. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Gut. Schieben wir! Unverzüglich! So. Und lauf. Sehr gut. So, versuchen wir mal die Lampe. Amicia, wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Ja, ja. Wir müssen bloß das Teil wieder anschmeißen da hinten. Augenblick. Oder auch nicht. Warte, was machen wir anders? Oh, das war anders. Alter, ich will ein zu viel. Ah. Das ist natürlich alles vergoldet hier, ne? Ah. Na, warte mal. Kriegen wir doch alle hierher gelockt? Das ist die große Frage. Yes! Jo, der Weg ist frei, sozusagen, fast. So. Jetzt kriegt ihr nochmal einen Haufen hier geschmissen, Freunde. So, bitteschön. Los, lauf. Lauf. Bist du dabei? Gut. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Das Ganze ist so mysteriös. Warte mal. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Warte mal. Das Ganze ist sowas von mysteriös. Mann, da muss da bestimmt da drüben auch noch irgendwas sein. Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Pass mal auf, können wir da nicht was reinfeuern? Nee, geht nicht. Ich kann es gar nicht benutzen. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Ach, da. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Da sind wir runter. Wir müssen auf jeden Fall in die andere Richtung. So, hoppala. Nochmal. So, mach an und dann mal los. Klar.
Verkehrter Weg, ja, super. So, nochmal. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Tipp mal da was da drüben auf der anderen Seite. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. So schnell ich kann. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. So. Verkehrter Weg. So, wo war das denn durch nochmal? Wir sind doch von... Ich komme zurück. Nochmal, da ist eine Kiste. Lass uns doch mal kurz in die Kiste schauen, was da drin ist. Ein paar gute Sachen. So, und jetzt ruhig hier. Verschwindet ihr Viecher. Ich will mal schauen. Da. Heulnis. Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwane und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas. Okay, was versteckt der gute Löwe denn? Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Meine Güte, wird das spannend. Das Dumme ist, ich sehe nichts. Okay. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Alter Verwalter. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien. Dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut. Gut. Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter.
versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da, da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Steht wie Hölle. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte. Hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Na toll. Oh nein, nicht jetzt. Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran. Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö, der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Was ist denn das? Was kann ich denn da machen? Sehen wir mal. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Okay. Gut, dann müsste ich aber erstmal das Teil entzünden. Glaube ich, ist eine gute Idee. Der Vorhang, ne? Da ist es. Okay. Hast du das Mazerat? Keine Sache, ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Jetzt nicht mehr. Ach, das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob... Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Lukas, ich hab... Sehr gut, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ich komme. Stell es hier gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern. Wir dürfen nichts verbeugen. Sie kommt zurück.
gut. Aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auch zu den Destillierapparaten. Gut, kriegen wir hin. Kein Problem. Warte mal. So. Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Na, das hoffen Außerdem wir mal. Gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, Lukas, pass auf. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los. Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also. Das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Oh Mann, was spannend. Nein! Nein, nein, ich muss die Fackel entzünden. Ich weiß nicht, was du tust, aber mach schnell. Ich halte dich zurück. Deine Hände, Lukas. Zum Leben. Lukas, ich weiß nicht, ob ich dich stoppen kann. Hast geschafft. Lukas, du musst dich beeilen. Ich brauche mehr Zeit. Sie kommt von allen Seiten. Ich weiß. Ich höre sie. Oh, ich schaffe es nicht. Lukas, ich hab nichts mehr. Lukas! Was? Was geschieht hier? Was? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Alter, was geht da ab? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Bin ich mal gespannt. Mann, ist das eine coole Geschichte. Alter Freund. Sie sind da? Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo... Du weißt doch, sie
Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein. Natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Alles, was bleibt. Tja, und wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.